Herzlich willkommen zu The Data Brothers. Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Und wir können starten. Hallo Andreas, ich begrüße dich erstmal wieder zu einer neuen Folge The Data Brothers. Jetzt hier in diesem noch Sommerloch. Wie geht es dir? Markus, wie immer diese Frage heißen soll, ich kann nur eins sagen, mir geht's wunderbar, es ist tolles Wetter, die Sonne scheint, auch hier im hohen Norden und ich hoffe, du hattest auch so schönes Wetter da unten im Süden. Ich habe von dem einen oder anderen gehört, in der Nähe von Paris hat es ein bisschen geregnet. Wie ist es denn bei dir so? Also jetzt bin ich ja, ich bin ja auch immer noch südlich von dir. Also hier ist es auch sehr heiß und bisher war das Wetter in den meisten Fällen gut. Ich kann mich gar nicht mehr an so viele Schauer erinnern. Das ist ja das Schöne, man vergisst ja immer wieder was. Aber was wir nicht vergessen sollten, wäre das Thema für die heutige Folge. Und ich habe mir überlegt, wir sprechen mal darüber, ob denn wirklich jeder DAX können muss. Also als Titel, Arbeitstitel ist es. Und zwar geht es darum, dass wir ja immer wieder merken, im Rahmen auch von KI, wir müssen immer unsere Zielgruppe wirklich definieren. Was ist eigentlich derjenige, der mit dem Produkt arbeitet? Wie will der unterstützt werden? Was will er machen? Und in vielen Projekten merken wir, wenn wir mal drauf schauen, dass es ja diese Report-Builder gibt. Also diejenigen, die nicht unbedingt das Modell bauen sollen, aber Reports bauen sollen. Und aus meiner Sicht heraus ist dennoch im Power BI ziemlich viel an den DAX-Code gekoppelt. Und dann mit vielleicht schon die erste einleitende Frage, kann ich überhaupt Power BI Reports erstellen, ohne DAX zu können? Andreas, wie ist deine Meinung dazu? Oh, das ist gemein. Markus, wenn du mich so kurz fragen würdest und wir darüber nicht danach sprechen würden, würde ich sagen, das ist relativ leicht zu beantworten. Muss jeder DAX können? Ja. Und dann ist die Folge schon beendet, insofern. Nur, ich muss das wahrscheinlich ein bisschen ausführen, denn ich merke das immer wieder, wenn ich mit Katrin sowas bespreche, wir haben gerade das Thema für einen Kunden, dann macht sie das Thema Reporting, ich kümmere mich ums Modell. Und schon geht's los, wenn du irgendein Visual benutzt und so coole Sachen wie Abweichung, Formatierung benutzen möchtest. Was musst du können? DAX. Weil ganz ohne DAX geht da wirklich nicht so viel. Und auch viele andere, die das uns immer wieder zeigen, DAX muss man können und verstehen. Und das versuche ich auch immer, wenn ich jetzt Kundenprojekte mache, wirklich, Markus. Ich möchte gar nicht, dass du sie programmieren kannst. Nur ich möchte, dass du verstehst, was muss ich für dich tun, damit du im Report entsprechende Anforderungen stellst und ich dir zeigen kann, wie man es macht und wie viel könntest du selber machen. Fängt nur an mit so ein Themen wie wirklich Formatierung reinbringen, ob die Farbe rot oder grün sein soll oder schwarz oder grau. Also das Thema Abweichung weißt du selbst, das Thema IBCS, es gibt Visuals, die unterstützen das, aber es gibt ganz viele Visuals, da musst du es selber machen. Und ich habe es, wie gesagt, gerade mit Katrin durch, dann plötzlich braucht sie ganz viele Measures, weil die eine macht das, die andere macht den Text. Also ganz viel wirklich, gar nicht mal so komplizierte Sachen im DAX, aber du musst nicht nur DAX können, sondern du musst auch noch verstehen, wie so ein Modell funktioniert. Und da muss ich ehrlich sagen, viele glauben, das ist immer so super simpel. Ich finde, man kann sich da ganz schön und ganz schnell verlieren. Und dann bin ich wieder bei dem Thema, versuche es erstmal einfach und mach nicht zu komplizierte DAX-Formeln. Und in dem neuen Power BI ist es zumindest die Chance gegeben, dass du es jetzt auch gleich mal testen kannst und nicht erst hoffen, dass du das, was du da baust, richtig gemacht hast. Also das DAX-Ausprobieren ist da wirklich nicht schlecht. Aber bevor ich da ganz abdrifte, kommen wir in die richtige Richtung, Markus? Oder hattest du eine ganz andere Erwartungshaltung zu diesem Thema? Nee, das geht in die, wirklich in die richtige Richtung und tatsächlich auch mit dieser, mit diesem Anspruch heraus, dass der Fachanwender Berichte erstellen will. Und man merkt irgendwie bei den Kunden oder wenn man so im Gespräch ist, dass da eine unterschiedliche Erwartungshaltung ist. Es gibt ganz viele Kunden, die in das Gespräch reingehen und sagen, ja, wir haben ein standardisiertes Modell, aber dennoch sollen alle unsere Leute DAX können und die DAX-Formeln beherrschen. In anderen Bereichen ist es dann einfach so, dass es so ist, dass ein Modell vorgegeben wird und die Leute möchten gar nichts mit DAX machen und sind dann immer wieder, oder man eckt immer wieder an. Man will etwas umsetzen und merkt plötzlich, ich muss jetzt doch wirklich in diese Programmiersprache reingreifen und muss mit DAX arbeiten. Und ich finde das irgendwie ja, spannend und weiß nicht, ob man da einen Schritt zu kurz gegangen ist oder
wie sich das in Summe verhält, weil auch das, was du gesagt hast, mit den, ja, es gibt zig Measures plötzlich, weil man verschiedenste Themen machen möchte und wir haben jetzt ja auch keine Möglichkeit, da mal ein bisschen besser, oder haben wir keine Möglichkeit, aber man erkennt es nicht immer direkt, was ist denn jetzt ein Model Measure und was ist jetzt ein Report Measure? Auch da schon mal Diskussionen gehabt. Ich suche nach einem bestimmten Measure und stelle im Nachgang fest, dass dieses Measure gar nicht innerhalb des Models vorhanden war, sondern nur in dem entsprechenden abgekoppelten Bericht, den der entsprechende Benutzer aufgesetzt hat. Also theoretisch möglich, aber auch da die Überlegung, kann ich das strategisch machen? Möchte ich denn in meinem standardisierten Datenmodell zig Measures haben, die mir irgendwelche Berichtsseiten, dynamischen Berichtsseitenüberschriften machen? Oder ist das etwas, was ich gerne in diese Reports auslagern möchte und gar nicht in meinem standardisierten Modell aufnehmen möchte? Also ich finde es super spannend und auch solche Themen wie Calculation Groups. Ich bin ja jemand, der mit denen noch nicht ganz so warm geworden ist. Ich kenne aus alten Zeiten ähnliche Techniken, aber ich finde, in Power BI werden sie noch nicht so gut unterstützt, dass ich die immer entsprechend anwenden kann. Und ein Erlebnis, was ich auch da hatte, war, dass der Anwender davor saß und am Fluchen war, weil er plötzlich seine impliziten Measures verloren hat. Das nämlich mit einem Mal, wo jemand in das zentrale Datenmodell diese Calculation Groups eingefügt hatte, mussten immer explizite Measures erzeugt werden. Und sie fragte sich, warum denn jetzt bitteschön diese Einfachkeit, die sie vorher im Power BI hatte, wo sie einfach mal eine Zahlenspalte in ihre Visualisierung reinziehen konnte und hatte dann meinetwegen die Summe, warum sie jetzt immer wieder ein Measure schreiben muss, wo sie einfach nur Sum, Klammer auf, Spalte, Klammer zu machen muss. Begegnet dir das auch? Merkst du auch, dass, also das ist ja diese Krux zwischen Einfachheit bis hin zu meinetwegen Professionalität oder Best Practice und dass dieser Weg, der dazwischen ist, dass das so ja hin und her geht. Also dass die User die Einfachheit lieben, aber gleichzeitig, wenn sie dann einen bestimmten Reifegrad oder ihr Projekt einen bestimmten Reifegrad erreicht hat, sie dann plötzlich doch zu großen Schritt machen müssen, um das Ganze zu nutzen. Was ist deine Erfahrung oder deine Einsichten da drin? Ah, du hast jetzt so viele coole Themen angesprochen, Markus. Was ich wirklich spannend finde, ist, ich fange mal mit dem, es wird plötzlich von einfach ganz schnell kompliziert. Also gerade das Thema implizite Measures, was du ansprachst. Den Menschen ist ja gar nicht klar, dass das eigentlich ja von Haus aus automatisch funktioniert. Du siehst die Spalte rein, die berechnet, wenn es dann eine Zahl ist und Power BI es erkennt. Dass das automatisch eine Measure gibt. Ich habe zum Beispiel Kunden, die sagen, nee, sowas ist bei uns hier nicht erlaubt. Wir in der IT steuern das ganze Modell. Wir möchten nicht, dass der Anwender sowas von sich aus selbst machen kann. Da ist es quasi sogar per Modell ausgeschaltet. Und früher war es so, in Power BI konntest du das eigentlich gar nicht verhindern. Also hast du das quasi in einem Werkzeug, Drittwerkzeug, quasi verboten, wenn du so willst. Und das Problem fand ich immer, das haben auch viele Kunden, du musst automatisch so ein Drittwerkzeug dir zur Seite stellen, um das Ganze abzubilden. Und du brauchst es immer. Und ich habe viele Kunden, die sagen, nee, ich möchte bei diesem einfachen Produkt Power BI bleiben. Ich möchte hier die Insel nicht verlassen. Ist schon schwierig genug, wo du das zweite Thema ansprachst, wo erstelle ich meine Measure? Gehört die zum Modell oder gehört sie zum Report? Und da ist für mich das wirklich eine Krux drin, weil es gibt ganz oft die Fälle, sagt jemand, ah, finde ich alles cool, was du da gebaut hast, Markus. Ich möchte das jetzt auch in meinem Report verwenden. Dann sagst du, ja, kannst du, aber die sind nicht im Modell, die sind nur in meinem Report. Und schon wird's ehrlich gar nicht mehr so leicht und kompliziert. Und diese Leichtigkeit, die sich da vorher aufgebaut hat und du denkst, das klappt alles so easy, plötzlich ist sie weg. Und dieses mal eben schnell was bauen und eine Measure. Und wir haben uns quasi so eine Art Leitfaden gemacht. Wenn es eine Measure ist, die du jetzt brauchst, machst du sie im Report. Punkt. Was noch nicht da ist. Also alles, was normalerweise an Standard-Measures ist, liefern wir dir mit. Genauso wie das Thema Calculation Groups, die benutzen wir jetzt wirklich. Ich versuche auch immer die Features denn in Power BI im Standard zu benutzen. Und ich bin bei dir. Die Calculation Groups haben noch so die eine oder andere Ecke. Fängt schon damit an, dass so eine Sprachversion da gar nicht mehr so einfach ist. Die ist plötzlich gar nicht so leicht. Aber die Calculation Groups helfen mir natürlich gerade diese Vervielfältigung von Measures für Vorjahr, Vormonat und all sowas wegzunehmen. Denn ich habe viele Kunden, die bauen dann plötzlich
4 Measures für einen Umsatz und eine ist dann halt jetzt aktuell, die nächste ist Vorwoche, die andere ist vom letzten Jahr, die andere vom Vormonat. Das explodiert plötzlich und dieses Explodieren, wenn man die Modelle dann sieht und jemand nicht versteht, dass man das auch vielleicht anders machen kann, aber woher soll er das wissen, wenn Power BI das im Standard gar nicht so toll unterstützt hat? Oder gar nicht, muss man ja sagen. Ich habe dann immer meinen Tabula-Editor rausgezogen und habe gesagt, ich mache das schnell. Ja, aber ohne diesen kommt dann auch keiner weiter und weißt, wie das ist. Ich habe die Lizenz, du nicht. Ist immer ein schwieriges Brot. Und ich finde gut, dass es da jetzt drin ist, dass man da was machen kann. Aber dass es dann diese Einfachheit wegnimmt. Also, wie du schon sagst, ich ziehe mal schnell was rein, er berechnet dir was oder ich will einen Durchschnitt berechnen oder will ich das Max oder Min. Die Menschen müssen schon wissen, was da passiert. Und da bin ich wieder beim Punkt, ist nicht so trivial, wie alle glauben. Und wieder das Thema, wo lege ich die Measure an? Wie gesagt, bleiben wir bei dem Workflow. Du baust sie im Report, wenn du sie jetzt brauchst. Und wir haben uns das ins Anforderungsmanagement geschrieben und gesagt, wenn die wirklich wichtig ist und ich möchte, dass sie nicht nur der Markus nutzt, sondern auch der Andreas, dann der Peter, der Klaus und wie sie alle heißen, dann sprechen wir darüber, dass wir sie dann übernehmen. Dann wird sie natürlich aus deinem Report verschwinden und du weißt ja, wie das ist, dann fängt das Thema Namenskonvention wieder an, da haben wir auch schon wieder ein gleiches Brett wieder zusammen und ich versuche es zumindest so, dass und das finde ich mittlerweile wirklich gelungen, dass man in Power BI dann halt auch mit einer gewissen Ordnerstruktur arbeiten kann und die mittlerweile auch sogar vererbt wird. Das heißt, im Report selbst kannst du die Ordnerstruktur weiter nutzen. Das ging vor einem halben Jahr, glaube ich, oder 3 Monaten, ging das noch nicht. Und das hat mich immer wahnsinnig gemacht, wenn jemand dann plötzlich eigene Measures baut und die liegen alle flat im Root-Ordner. Das war eine Verzweiflung meiner Art, weil diese Ordnerstruktur ist dann total hinfällig. Mir hat dieses Feature wirklich sehr lange gefehlt und ich muss sagen, als es da war, habe ich mich gefreut und ich habe wirklich das Ding gefeiert. Aber zurück zu dem Thema, ich erwarte von jedem, dass er zumindest ein Grundverständnis hat, warum man diese Sachen braucht und wie diese Measures ticken. Denn wirklich, so ziemlich jedes Visual erwartet irgendwann Measures und sei es nur das Zebra, was du benutzen möchtest, um Vorjahr oder Budget zu nehmen oder ähnliches, der dann automatisch Berechnungen drauf baut, er braucht schon 2 Measures. Das heißt, du musst einmal einen aktuellen Wert haben, dann einen Budgetwert oder was auch immer oder Vorjahreswert, sonst macht er den Rest nicht. Also der erwartet automatisch Measures und das ist für viele gar nicht so leicht, das zu verstehen, denn das kann doch nicht so schwer sein, warum funktioniert das nicht? Und wenn es keine Measure ist, sondern eine implizite, dann sagt Zebra, das mache ich nicht so gerne. Und dann kommen lustige Sachen raus und auch Markus, wir könnten den Tag noch weiterfüllen, wenn wir nur das Thema Datumsdimension noch dazu nehmen. Ich sag nur, dann wird's richtig spaßig, wenn es die nicht gibt. Und ich habe gerade ein Modell, da gibt's die wirklich nicht. Da gibt's nicht mal Dimensionstabellen. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das alles für Modelle bedeutet. Und dieses DAX lebt ja davon, dass Strukturen vorhanden sind, die mit Leben gefüllt sind, die auch miteinander kommunizieren. Also das schöne Verknüpfen von Dimensionen und Fakten. Also all das muss ein Mensch da draußen verstehen, der sich mit dem beschäftigt. Und dann ist DAX auch noch als Hürde da, finde ich. Es ist ja nicht so, dass das so leicht von der Hand fällt. Man muss sich schon überlegen, ist das jetzt Zeilenkontext, Spaltenkontext, was ist das hier, Filterkontext, wo bin ich hier eigentlich? Markus, da kann ganz schön was zusammenkommen. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht allen Angst gemacht. Vielleicht kannst du denen die Angst nehmen da draußen. Ja, ich wollte gerade sagen, die Scheu irgendwie bei Excel in der Formelleiste eine Formel einzugeben, ist gar nicht so groß wie gefühlt manchmal beim DAX. Ich kann verstehen, dass es was anderes ist, dass ich in Excel wirklich in eine Zelle reinklicke und nur die Formel auf dieser einen Zelle sich auswirkt und jetzt im DAX ich im Prinzip ein Measure schreibe, was oder eine Formel angebe, die ja mehrfach verwendet werden kann in irgendwelchen Zusammenstellungen, die ich vielleicht jetzt im ersten Moment nicht erahne. Wobei ich gerade wieder schmunzeln musste, wo du über Datenmodelle und so weiter geredet hast und Strukturen, dass ich an vielen Stellen, also wir machen ja auch mehr so manchmal Impulsberatung, und da kommen wir in etwas, was vielleicht umgangssprachlich historisch gewachsen genannt wird, wo ich aber eben sehe, dass da Endanwender sind, die mit ihren Möglichkeiten mit Power BI arbeiten und tatsächlich etwas schaffen, was für sie in dem Moment Mehrwert stiftet und teilweise auch in diesem Kontext hingeht, dass der, ja, es macht das, was es soll
Und deswegen ist es relativ simpel. Es ist nicht der große Model-Gedanke, wenn wir mal über SQL BI nachdenken. Die sprechen ja davon, dass Power BI eine Model-Report im Prinzip ist. Ich baue dieses Datenmodell auf und mache zig Reports drauf. Sehe ich da draußen tatsächlich auch viele Anwender, die damit gut klarkommen und sagen, weißt du was, ich arbeite doch eher so Dataset-getrieben. Ich habe einen Anwendungsfall, da mache ich ein entsprechendes Dataset für da, das auf die Daten reduziert ist, wo ich vielleicht schon in der Datenaufbereitung Berechnungen mache. Ich mache es gar nicht so universell und dass ich es in zig Anwendungsfälle nutzen kann, und genauso wird dann auch DAX gelebt. Es wird eben nicht ausprobiert, dass ich dann zig Modelle drauf aufsetzen kann oder Reports drauf aufsetzen kann, sondern es wird geguckt, dass dieses DAX-Statement in meinem konkreten Anwendungsfall das richtige Ergebnis bringt und dass ich meinen Report am Laufen bekomme, und man ist dann doch sehr stark in dieser Report-Denke drin. Und ich halte sogar das Ganze für fair und valide, weil es im ersten Moment selber beherrschbar ist, wartbar ist, und das andere wird sich einfach über die Zeit durchaus ergeben, wenn man eben weiter in diese Thematik einsteigt. Klar, du hast es schon eben gesagt, in diese Kombinationssachen in DAX, wenn es auf Zeilenebenen und diesen verschiedensten Kontextbereichen geht, das kann schon, also das ist zum Gehirn Twist, wenn man plötzlich auf so eine Zahl guckt und muss erstmal gucken, okay, wie ergibt die sich, und wenn dann sogar noch entsprechend verschachtelte Kennzahlen da drin sind und dann meinetwegen dazwischen noch bestimmte Werte aggregiert werden über einen Zeitstrahl und dann wird plötzlich doch noch der Zeitfilter wieder umgestellt oder der Filterkontext von der Datumsdimension abgeändert, das kann ganz schön schwer sein, das Ergebnis wirklich nachzuvollziehen. Aber doch, ich würde mich da gar nicht so bange vor machen, aber ich verstehe auch, dass ja die ersten Berührungen doch irgendwie komisch sind und dass man vielleicht ein bisschen Scheu dafür hat. Aber ich bin auch am Überlegen, was wäre die Alternative? Also letztendlich, wir haben gerade eben Excel angesprochen, meinetwegen haben wir ja auch das Produkt gehabt. Ja, du hast es, glaube ich, schon mal gesagt, InfoRiver oder so ermöglicht es ja auch, dass ich innerhalb einer Visualisierung vielleicht noch mal eine Formel eintragen kann. Aber es ist ja immer noch mal, also wir bleiben ja dabei, dass wir irgendeine Programmiersprache haben, und wir bleiben dabei, dass es zu einem Zeitpunkt dazu kommt, dass jemand eine Anforderung hat, die nicht mit einer einfachen Addition oder Multiplikation zu regeln ist, sondern in die Richtung geht, wenn dein Vorwert eine bestimmte Größe hat, dann subtrahiere, multipliziere oder so, dass man plötzlich sogar auch so eine Art Navigation innerhalb der Sachen machen muss oder Sachen überprüfen möchte. Und dann wären auch solche Formeln sehr schnell komplex, auch eine laufende Summe halt in so einer Visualisierung schwer. Und wir haben ja dieses typische Greg-Deckler-Problem, dass die Summenzeile, die wir unten haben, oder die Totalzeile, ich weiß gar nicht, ich finde es sowieso schwer zu sagen, das ist eine Summenzeile, weil wenn ich in der Spalte eben nicht die Summe rechne, sondern meinen Mittelwert, was soll denn da unten stehen? Da muss einfach der Mittelwert über das Gesamte stehen. Ich würde mich wundern, wenn da unten plötzlich die Summe über alle Mittelwerte in der Grafik oder in der Tabelle angezeigt wird. Also da, es ist schon spannend. Möchtest du was ergänzen? Oh ja, wo du das Thema mit der Gesamtzeile oder Gesamtsumme ansprachst, muss ich sofort an mein Lieblingsbeispiel denken. Und ich finde, da merkt man immer, wie schnell man von leicht auf ganz komplex sprengen kann. Nimm nur wieder das Beispiel, du hast deine drei Produkte, die haben eine Umsatzmenge, du hast einen Preis pro Produkt und du willst den Umsatz errechnen. Das, was du quasi an Geld erwirtschaftest. Und kannst du den Menschen erklären, dass das auf der Einzelzeile super funktioniert, Produkt A funktioniert, B auch, C super, so, und jetzt siehst du unten Gesamt. Aber da kannst du nicht mehr Menge mal Preis rechnen. Du weißt selbst, das wird ein total lustiges Experiment, weil als erstes summiert er die Mengen, dann die Preise und macht dann die Multiplikation. Interessantes Feature. Und schon wird es kompliziert. Und ich habe da meinen Kollegen, den ich immer gerne zitiere, der sagt dann immer, ja, jetzt muss man wissen, wann was passiert und wo wir jetzt hier uns bewegen. Und eigentlich musst du natürlich jede einzelne Zeile ausrechnen, den Umsatz, und dann die Summe bilden. In Excel gibt es das auch, dieses konkurrierende Formeln, haben wir gleiches Spiel. Aber in Excel ist es mir früher wesentlich leichter gefallen, das zu verstehen, weil das war für mich logisch.
Und im DAX ist es halt immer so, man muss jetzt überlegen, wie funktioniert das Ganze, was dahinter hängt. Und versucht das mal einem Fachanwender, dem bis jetzt alles so leicht von der Hand ging, plötzlich erklären, an dieser Stelle, dann müssen wir mal anders funktionieren. Hast du sowas auch? Ja, wobei ich mir hier ja auch schwer tue, tatsächlich es zu erklären in der Hinsicht, dass wenn ich es ausspreche, was ich da als Formel schreibe, es sich schon falsch anhört. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, Menge mal Preis, sondern du musst ja da in der Formel eintippen, und das wirst du schon immer haben, Sum Menge mal Sum Preis. Und dann merkst du plötzlich, wir sind bei etwas wie Punkt vor Strich Rechnung und so weiter, was einfache mathematische Regeln sind. Und man merkt ja schon, dass man vorher gesagt hat, ich bilde schon die Summe über die entsprechende Spalte. Dann könnte man in die Idee kommen zu sagen, okay, ich muss das Sum außenrum klammern und wird feststellen, dass man nicht zwei Spalten in die Sum reinpacken kann. Und irgendwie in dem Rahmen muss man dann mal auf die Sum X rüberkommen. Und die Sum X als Iterationsfunktion, wenn man sich dann einmal mit diesen Themen beschäftigt, dann finde ich, ist es auch wieder relativ einfach. Wobei ich mich sogar selbst schon gefühlt habe, in der Hinsicht, dass ich nicht die mit Sum X über die Spalten summieren wollte, sondern ich wollte eine Multiplikation machen. Und ich habe überlegt, oh, was kann man mathematisch machen mit Logarithmus und weiß Gott was, um auf die Multiplikation der Zeilen zu kommen, bis ich irgendwann mal gesehen habe, dass es eine Product X Funktion gibt. Also das heißt, wenn man so ein bisschen die Wordings kennt in der Mathematik und dann auch noch auf Englisch, dann findet man auch heraus, dass man eben ein Produkt entsprechend damit erzeugen kann, indem dass man die Ausmultiplikation über die Iteration macht. Also, oder findest du Iteration schwierig? Ja, ich muss sagen, wo wir beide so drüber sprechen, man merkt, dass wir das, jetzt nicht lachen, implizit schon so machen. Wir denken schon so in dieser Denke, weil wir aus der Welt kommen. Ich kenne das noch aus Urlaub mit MDX. Da kommt man auch noch ganz andere verrückte Sachen mal. Wir denken schon so, dass wir das Produkt glauben zu verstehen oder zumindest in diesem Kontext. Und ich habe es wirklich ganz oft, wo du das mit den Sums ansprachst. Da sitzt der Kunde und sagt, ja, mach ich schnell so. Und warum kommt unten was anderes raus? Im ersten Moment, das haben die noch nie gemacht, Markus. Das darfst du nie unterschätzen. Und da lobe ich mir dann das Thema, wenn es Kollegen machen, die es schaffen, diese Einfachheit an den entsprechenden, der das erste Mal macht und sagt, oh, ich will das lernen, dass man ihm versucht, das zu erklären und wo man auch was findet. Und ich zitiere ganz gerne unsere Kollegen von SQL BI immer eigentlich, weil man das da gut erklärt bekommt, immer fachlich, dass du einen Fachbezug hast, weil was hilft mir das, wenn du mir wirklich den Motorraum aufmachst und wirklich jetzt in den Keller, in Raum A13, da ist der Schraubendreher für den, du weißt schon, wo du es brauchst. Nee, das machen die wirklich gut. Und ich finde diese Beschreibung, dass ich weiß, ich habe jetzt hier einen Fall, den möchte ich beschrieben haben, da ist das fachlich, so macht man sowas. Dann kommt auch ein Verständnis für diese Situation rein, wie man das macht, mit den Zeilen und mit den Spalten und so weiter. Und was ist dann hier noch im Filterkontext? Klappt dann alles, aber dieses, den Menschen erstmal auf diesen Weg bringen, das muss man denen halt einmal näher bringen. Und du weißt selbst, wir könnten das auch ganz relational machen. Ich kann das auch da außen multiplizieren. Ist viel leichter. Das geht ruckzuck. Aber das wollen wir ja gar nicht. Insofern, ich finde das DAX, insofern, ich finde es richtig gut, dass man es da machen kann. Und wenn man so ein paar Regeln hat und so ein paar, ich sag mal, Unterstützer, und heute brauchst du ja kein Buch mehr kaufen, sondern eigentlich gehst du nur auf die passenden Seiten und findest alles, egal wen du nimmst, ob den Greg, ob Data Mozart, sie sind alle hilfreich, wirklich alle, und die erklären es in einem Maße, dass du kein Professor sein musst, um es zu verstehen, sondern das funktioniert, und es sind immer Praxisbeispiele. Ich bediene mich auch dem immer wieder gerne, gelegentlich kommt es ja mal vor, dass man das ein oder andere vergessen hat oder nicht genau weiß, wo man es findet, also suche ich mir die entsprechenden Seiten, und es gibt immer nur zwei, die ich aufsuche meist, geht recht schnell, und da finde ich eigentlich alles, was ich suche, und diese Unterstützung, wenn man weiß, wo man suchen darf, die finde ich wirklich fantastisch, und insofern, dann verliert man auch so ein bisschen die Angst an DAX, und das ist das, was man auch in Reports sieht, und ich habe auch schon viele Kunden in den Terminen gehabt, die haben was gebaut, haben was gezeigt und sagen, ich möchte es lieber nicht zeigen, das ist bestimmt nicht so gut. So, ja, aber wissen Sie, ich glaube das gar nicht. Wenn Sie den letzten kleinen Schliff, den ich mitgeben kann, wenn ich es nur verstehe, was Sie fachlich abbilden wollen, die meisten schaffen es dann ohne fremde Hilfe, weil man ihnen es erst näher bringt. Aber den Leuten, die Angst nehmen, DAX zu machen, weil du kannst ja, außer dass das Datenmodell vielleicht nicht schnell genug ist, weil du
in DAX etwas Kompliziertes gebaut hast, weil solche Iteratoren können auch richtig wehtun. Insofern muss man es einmal verstanden haben und dann funktioniert das auch richtig gut. Und diese Angst, die möchte ich immer gerne nehmen und die meisten, die machen das auch wirklich, wirklich gut. Und ich kann auch da wieder unsere Katrin zitieren. So kompliziert ist das nicht, wenn man die Fachfälle versteht und wie man sie anwendet und die richtigen Seiten findet. Und insofern, das hast du ja in den Schulungen auch, so ein bisschen Hilfestellung. Und die darf man gerne annehmen, denn wir wissen ja auch nicht alles, aber wir haben halt schon einen gewissen Erfahrungsvorsprung. Und diesen Erfahrungsvorsprung ist für den, der es das erste Mal macht, der ist schlichtweg nicht vorhanden. Und ich weiß nicht, wie du es machst. Ich kann aus so statischen Büchern, kann ich nicht so gut lernen. Nee, also am besten DAX gelernt habe ich tatsächlich über die Power BI Community. Und als ich die Fachfälle aus der Community als Frage genommen habe, selber dann versucht habe, das nachzubauen und dann die Lösung zu liefern. Also damals, als ich da war, war ich richtig, richtig gut in DAX. Würde ich jetzt auch gar nicht mehr behaupten, dass ich weiß Gott, wie gut bin. Was man gewinnt, ist ein Auge und ein bisschen zu gucken, was verschiedenste Sachen auslösen. Hm. Es gibt verschiedenste, ja, Leitsätze, die man ja auch immer hat, also dass zum Beispiel relativ viel in DAX auch eine Tabelle ist, also dass zum Beispiel im Filter wieder eine Tabelle ist, die übergeben wird und dass eben dadurch dieses Datenmodell sich zusammenstellt und da muss man sich so ein paar Sachen durcharbeiten und meistens ist es so, dass man sich da durchbeißt, dann hat man ein paar Wochen, ist man der Held. Und danach hat man es wieder vergessen. Aber wo du es gerade so sagst, was mir aber tatsächlich manchmal auffällt, ist, dass wenn man an die Probleme stößt, dass die entsprechenden Fachanwender auch erstmal merken, dass sie ihre Definition gar nicht so klar ist oder überhaupt nicht klar ist, was sie da machen. Also diese typischen Themen, die wir haben mit der Many-to-Many-Beziehung, also tatsächlich, dass sich ein Wert nicht auf irgendwelche anderen Werte so einfach aufteilen lässt, weil die entsprechende Regel dafür nicht da ist und eigentlich mehreren Werten zugeordnet ist. Oder das andere Thema ist der eindeutigen Zählung, wo man dann eben merkt, okay, ich habe jetzt hier mehrere Bewegungen, ich mache jetzt eine eindeutige Zählung, aber wenn ich in dem Visual auf verschiedensten Ebenen bin und ihm nicht gesagt habe, dass er meinetwegen, ich habe einen Kunden, der hat verschiedenste Produkte gekauft, ich möchte ihn in jedem Produkt eindeutig zählen, aber in der Gesamtsumme möchte ich dann den Kunden pro Segment, wo er neu war, gezählt haben, dann ist das plötzlich, da merkt man, die Definition ist gar nicht so simpel, sondern ich muss ja in jedem Segment ihn einmal eindeutig zählen, muss ihm aber dann auch beibringen, dass ich sage, über alle Segmente hinweg möchte ich es gerne aufsummieren. Und solche Themen in dieser Anforderung, das ist meistens das, wo ich so merke, dass diejenigen sagen, was ist das denn? Ich habe jetzt hier meine eindeutig gezählten Kunden, hier Segment, das passt. Und hier unten, diese Gesamtsumme, die ich habe, ergibt ja gar nicht die entsprechende Summe der Einzelpositionen. Nein, weil da unten sind jetzt auch die Kunden noch eindeutig gezählt. Und wenn du da gerne die Summe haben möchtest über die einzelnen deutlich gezählten Kunden je Segment, dann müssen wir das auch in der Definition mit aufnehmen. Und das ist, glaube ich, das. Und auch da glaube ich, dass uns eben die KI-Tools nicht viel weiterhelfen können, weil du musst halt wissen, wie du das beschreibst, was dein Ergebnis, was du dann haben willst. Also ob du es jetzt einem Menschen erklärst oder dem KI erklärst, in Summe musst du erstmal verstehen, was bekommst du, ist das dem, was du erwartest und was ist da passiert. Und deswegen, ja, spannend. Vor allem und deswegen auch nochmal die Frage mit den DAX. Microsoft, da ja jetzt relativ viel Energie reingesteckt hat, wir haben jetzt die DAX View im Power BI bekommen. Soweit ich weiß, mit dem letzten Update sogar im Service, dass wir eben DAX Statements schreiben können. Und das war durchaus etwas, was ich immer selber sehr befremdlich auch fand, dass man eben bei SQL BI ja durchaus ein DAX Statement fand, was man in einem DAX Studio oder so direkt gegen das Modell schicken kann, aber als normaler Endanwender innerhalb von Power BI Desktop macht man ja eigentlich nur so Snippets, die das Power BI nachher selber zusammensetzt in so einem Datenmodell und ausführt. Also von daher, ja, ist schon spannend und es scheint aber trotzdem Bewegungen dahin zu geben, dass eben auch solche Statement-Views jetzt innerhalb von Power BI Desktop und dem Service kommen, dass der Copilot da unterstützend ist für Erklärung von Statements,
also die technische Beschreibung und bei der Erstellung von entsprechenden Statements, wenn man beschreiben kann, was seine persönliche Anforderung ist. Und ja, Andreas, machen wir den Sack zu oder hast du noch was zu ergänzen? Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit, Markus. Weil ich muss tatsächlich sagen, wo du das erzähltest mit dem Themen, wie man das mit dem DAX aufsetzt und so weiter. Was mir dabei immer wichtig ist, und ich glaube, das kann ich gleich auch noch bei den drei Dingen auf dem Nachhauseweg, dass man wirklich sich vorher überlegt, was ist denn die Anforderung? Also nicht einfach losdaxen, sondern für mich erstmal, was ist denn deine Fachanforderung? Genau diese Beschreibung, und das kann jeder Kunde. Das konnte er schön in Excel beschreiben, warum er diese Formel so benötigt, warum hier so gerechnet werden muss. Und diese Beschreibung, das wäre toll, wenn er das tut. Und ich mache es grundsätzlich immer so, dass ich das quasi wirklich für mich mit aufschreibe. Und das kommt auch mit in die Dokumentation, weil das habe ich doch nächste Woche ganz sicher vergessen, was ich mir dabei gedacht habe. Und ich schreibe das auch immer mit in mein DAX-Statement rein. Da kann man ja genügend Text mit reinbringen. So, das war's für mich. Genau da nochmal kurz der Punkt, weil das mich auch triggert. Innerhalb von diesen Co-Pilots, er wird dir immer nur die technische Beschreibung liefern können für dein Statement, aber nicht den fachlichen Hintergrund. Das heißt, das ist genau diese Information, die da noch irgendwie rein muss und die wirklich einen Mehrwert bringt, dass man eben fachlich beschreibt, wofür man das eigentlich haben will, weil das lässt sich einfach nicht aus gutem Code rauslesen oder so, sondern man kann da nur beschreiben, was da eigentlich passiert. Willst du mit dem Punkt 1 anfangen oder soll ich? Ich fange mal mit dem Punkt 1 an. Vielleicht hast du ja noch eine Chance für den zweiten und dritten. Punkt 1, scheut euch nichts bei DAX, die entsprechenden Seiten aufzurufen, um euch dabei unterstützen zu lassen. Und was ich immer als Hilfestellung mitgebe, tut es so, dass ihr es wirklich auch beschreibt im Code. Und bitte nicht den Code beschreiben, sondern was ihr dort fachlich macht. Und ich mache es auch bei den DAX-Formeln immer so, dass ich dann im Power BI die Beschreibungsspalte im Code dort benutze und ich mache es auch in die Description rein, weil ich habe ganz oft Kunden, die sagen, Mensch, ich sehe jetzt hier eine Kennzahl, wo kommt das her, was berechnet sich da und was da fachlich drin steckt. Und wenn man nämlich jetzt aufs Modell raufhavert und man hat es in der Description mit berücksichtigt, steht das, was ich dort beschrieben habe, mit drin. Hat für mich den Vorteil, ist so eine kleine Doku und eins darf man nicht unterschätzen, ich habe es ja ins Modell getan, das heißt, der Kunde kann das nicht ändern, muss aber wissen, was passiert da eigentlich. Insofern kann ich da eine kleine Beschreibung mitgeben und selbst wenn da nur steht, das ist die Summe aus den Umsätzen aus der Spalte X, wäre es ja schon mal toll, ist mehr als nix. Ja, genau, das mehr als nix ist, glaube ich, das, was wir aktuell sehen mit dem Möglichkeit von Copilot, dass man das sich eine Beschreibung reinfügen lassen kann. Es ist, glaube ich, auch schon angekündigt, dass man so eine Bulk Operation haben soll, dann ist da auch schon mal mehr als nix drin. Für mich aber tatsächlich so der Anspruch, den man für sich vielleicht sehen muss, ist, ob bei der Frage, muss ich DAX können oder nicht, oder muss der Fachanwender DAX können oder nicht, es kommt immer natürlich darauf an, in welcher Rolle man sich sieht. Und ich glaube, wenn ich als reiner Report-Konsument da bin, dann muss ich es nicht können. Dann wäre es aber auch genauso wie, ich bekomme eine Excel-Datei und gucke mir nur die Excel-Datei an und fange nicht an, in irgendwelchen Zellen was einzugeben oder irgendwelche Excel-Formeln anzupacken. Dann, wie wir es eben schon beschrieben haben, es gibt dann einfache DAX-Statements, die ich vielleicht brauche, um bestimmte Formatierungen machen zu können oder um bestimmte Sachen da in den Bericht noch mit visualisierend reinzubringen. Die kann man auch lernen, ohne dass man jetzt weiß Gott, was für ein Row-Kontext und Zeilen-Kontext ermitteln muss. Und dann geht es Stück für Stück eben je nach Anforderung und auch da kann man sich jederzeit Unterstützung holen und ich glaube, wenn man es ein paar Mal gemacht hat und immer wieder, also ich glaube sogar in seinem eigenen Bereich wird man immer wieder ähnliche Fälle haben, man wird nicht jedes Mal eine weiß Gott wie exotische DAX-Formel raussuchen und auch da ist meine Feststellung, dass in Excel und in DAX ganz viele Funktionen gibt, die ich bis heute noch nicht verstanden habe, wofür sie da sind. Und da haben wir ja auch dieses sogenannte Syntax-Sugar, dass eben entsprechend es Statements gibt, die als eigentlich als Vereinfachung für ein anderes Statement dienen und im Prinzip das Gleiche machen. So, dann hast du den dritten Punkt. Und da will ich quasi aufgreifen, den Punkt, den du hattest, mit dem ich habe einige Funktionen noch nie benutzt in DAX. Geht mir genauso und ich muss tatsächlich dann, wenn ich mal sowas brauchen sollte, nachlesen. Aber ich versuche natürlich erstmal, und das ist für mich der wichtige Punkt, die fachliche Beschreibung vom Fachanwender zu bekommen, was will er denn hier eigentlich abbilden? Und wenn ich die habe, dann schaue ich mir an, ob es nicht mit den einfachen Bordmitteln, sei es eine Summe oder ein Durchschnitt oder ähnliches, relativ leicht abbilden kann. Und erst dann hole ich das große Messer raus, wenn das nicht ausreicht. Aber meistens ist es tatsächlich so,
dass das Modell schon so viel unterstützt, dass hier nicht mehr so viele komplexe Sachen kommen. Höchstens vielleicht mal ein, zwei Werte rausfiltern oder irgendeine Spalte mit irgendwas. Also sowas kommt schon vor. Worauf ich aber hin will, ist, versucht mal eure Strukturen so anzulegen, dass man vielleicht, wenn man mehrere Faktentabellen hat, dass man das auch ein bisschen in Ordnerstruktur bringt. Denn auch ich weiß nächste Woche nicht mehr, aus welcher Faktentabelle das kam, dass sowohl der Name wäre gut, eine schöne Ordner, wo die Measure sich situiert, wäre toll. Und wenn ihr dann noch die Description nutzt, dann seid ihr bei mir ganz weit vorne und ich freue mich wirklich, das in Zukunft viel öfter zu sehen, Markus. Insofern auf die Berechnungsgruppen. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.